le dernier, mais jamais en retard. Je le sais, bien. Shalom, liebe Geschwister, mein Name ist Abel. Wir sind hier bei Life Change Encounter mit unserer Schwester zu Gast, die ihre Geschichte erzählen wird. Wir verfolgen das Slogan, entweder wir finden einen Weg oder wir machen einen. Seid dabei, es wird spannend, der Heilige Geist wird uns führen, denn es steht geschrieben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir verfolgen zusammen als Familie diesen einen Weg, um irgendwann ans Ziel zu kommen. Herzlich willkommen bei Life Change Encounter. Mein Name ist Abel. Zu meiner Linken sitzt die Schwester Grace. Die kommt aus. Stell dich kurz vor, wer du bist, wo du kommst. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Grace Kasadi und zwar komme ich aus der Nähe von Köln. Ich bin verheiratet, ich habe einen Sohn und ja, ich bin 29 Jahre alt. Was machst du in deiner Freizeit? Definier mal ein bisschen mehr, setz immer mehr ein bisschen über dich. Oh Gott, ich glaube, ich mache super viel in meiner Freizeit. Ich wünschte, ich könnte so ein paar Sachen abbauen, aber ich glaube, die wichtigsten Punkte sind auf jeden Fall, ich bin Studentin, ich studiere Sozialarbeit und Pädagogik, aber im Fernstudium wegen meiner Mutterrolle und weil ich noch nebenbei arbeite in der Grundschule. Da bin ich pädagogische Ergänzungskraft, so einfach so aus meinem beruflichen Background. Und privat leite ich, kann man so sagen, zwei Dienste. Ich nenne die immer so wie Zwillinge, weil die auch mit den Anfangsbuchstaben gleich sind. Einmal haben wir den Dienst Art of Butterflies. Das ist ein christlicher Dienst für Frauen, also von der Frau für die Frau, wo es einfach darum geht, die Frauen wirklich aufzubauen, zu ermutigen und vor allen Dingen ihnen zu helfen, schlechte Bindungen zu verlassen, also ihre Vergangenheit nicht als eine zu sehen, oh Gott, ich komme hier nie wieder raus, sondern was kann ich mit dieser Vergangenheit machen, um heute ein Licht für jemand anders zu sein. Und dann haben wir Around 20, das ist eine Talkshow, die eigentlich genau dasselbe Ziel verfolgt, aber wir sprechen einfach alle Frauen an und auch Männer. Und da reden wir aber meistens über Sachen, die einfach tabu sind. Also unser Slogan ist auch Schweigen war gestern. Das heißt, Dinge, wo die Leute denken, oh krass, echt, die reden darüber, aber weil es einfach wichtig ist und das sprechen wir an und das mache ich mit zwei sehr guten Freundinnen von mir und genau, das ist so das, was meine Freizeit ausmacht zurzeit. Das ist schön. Ja. Und kurz zu der Plattform Around 21. Around 20. Nee, Around 20. Around 20. Kannst du ein bisschen so in ein, zwei Sätzen mal beschreiben, mit wem, was sie da genau verfolgen tut, wie ihr überhaupt darauf kam? Oh, das ist schwierig, das in einem Satz irgendwie so zusammenzustellen, aber ich glaube, wir hatten, das Krasse war, ich saß irgendwann zu Hause und habe mir überlegt, ja genau, so hat es angefangen. Ich habe ja diesen christlichen Dienst und dann habe ich zu Gott gesagt, was mich stört, ist einfach, dass immer christliche Frauen kommen. Ne? Mhm. Also was soll ich denn jetzt mit denen? Die kennen dich ja eigentlich schon. Das ist ja Ziel, dass wir das Evangelium nach draußen bringen. Und das hat mich so gewurmt, dass ich irgendwie was überlegt habe, was können wir machen, um auch Frauen zu erreichen, die nicht an Jesus glauben, die aber dieselben Issues haben, ne? Dieselben Probleme. Mhm. Und dann hatte ich ein Projekt runtergeschrieben, einfach als PDF geskribbelt und das hieß eigentlich erst Share It, also einfach teile die Botschaft und war da inspiriert von dieser Talkshow The Real, die es in Amerika gibt. Ich weiß nicht, ob sie dir als Junge was sagt, aber vielleicht den weiblichen Zuschauern. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist cool, das müssen wir nach Deutschland bringen. Das wird auf jeden Fall was ganz Neues sein. Dann irgendwie per Zufall hatte ich dann halt mit meiner Schwester Lili darüber gesprochen. Sie hatte ein Projekt, wo sie gesagt hat, hey Grace, ich habe eine Idee, vielleicht kannst du mich dabei unterstützen. Und ich sagte, hey, ich habe eine Idee, vielleicht kannst du mich unterstützen. Und so sind wir dann halt zu zweit in diesem Boot gewesen, zu sagen, okay, wir bauen das zusammen auf und jeder hilft dem anderen. Dann irgendwie wieder so, wie Gott es wollte, habe ich mit unserer anderen Moderatorin Joyce gesprochen. Und sie erzählte mir, ach Grace, weißt du, ich habe vor, so eine Talkshow zu machen zu Hause, wo ich Mädels einlade. Ich dachte, hä? Das ist doch genau, aber genau dieselbe Idee. Also es war wirklich, und wir hatten ja nicht darüber gesprochen. Ich habe gesagt, nein, Gott macht keine Zufälle. Mhm. Denn das Interessante einfach ist, dass Joyce ja Lillys Schwägerin ist. Und da habe ich gesagt, hä, das kann doch nicht sein, dass wir haben jetzt diese Idee. Okay, Joyce hat diese Idee auch, dann let's do it together. Und dann habe ich mit Lilly drüber geredet, habe sie eingeweiht, weil keiner das wusste. Mhm. Und dann haben wir es Joyce erzählt und dann ist Around 20 entstanden. Und das war einfach das Beste, was uns hier passieren konnte. Also Gott wollte wirklich, dass wir so zu dritt das machen. Ja. Daran erkennt man auch, dass Gott das zusammenfügt, was zusammengehört. Voll, vollkommen. Ja. Ne? Und auch in Momenten, wo du nicht darüber nachdenkst, dass Gott einfach eine Vision, die du hast, genau in jemand anderen auch reinlegen kann. Das zeigt auch, wie wichtig das ist. Ne? Genau. Das ist sehr schön.
ja. Sehr schön. Ja, dein Lebenslauf ist auf jeden Fall voll gefüllt. Voll, ja. Kommen wir zu dem, weshalb Life Changer Counter dich eingeladen hat. Mhm. Weswegen alle da draußen sind und zugucken. Schön. Tell your story. Ja. Die Begegnung, die Änderung, die Veränderung. Ja. Das ist irgendwie, das ist eine lange Geschichte. Ich versuche es echt nicht kurz, aber doch die wichtigsten Punkte einfach. Mhm. Man muss zu meiner Person sagen, mein Vater ist Pastorenkind. Mhm. Und er hatte aber, er hat den Glauben so gelebt, aber wir waren mehr so halt katholische Kirche. Und meine Eltern hatten so eine Kapelle. Dann sind die da hingegangen, haben eine Kerze angezündet, manchmal an Sonntagen, und das war es dann auch. Mhm. Dann war es denen zum Beispiel wichtig, okay, du gehst zur Kommunion, und dann war ich auch Messdienerin. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, die in der katholischen Kirche immer diese Klingelingeling machen. Ja. Und also dem Priester dann halt helfen. Und wenn wir in der Schule so über Gott geredet haben, da war für mich immer klar, okay, ich bin auf jeden Fall Christin. Ich habe mich einfach so positioniert. Ich wusste aber nicht, was das wirklich heißt. Ne? Also wenn wir über Mohammed oder Jesus, ne, Islam und Christentum, war für mich klar, ey, I belong to Jesus. Mhm. I don't know why, aber Jesus ist auf jeden Fall cool. Obwohl der Haushalt schon, ich unterbreche, ja, obwohl schon der Haushalt, der Ursprung, weil jeder von uns hat ja Eltern. Bei uns ist es auch immer so, dass man irgendwie vom Haushalt halt das mitnimmt, was man von zu Hause mitbekommt. Yeah. Also bei dir war es wirklich zu Hause katholisch, aber du hast gefühlt, dass du... Ja, genau. Also ich habe irgendwie, wusste ich auf jeden Fall... An diesem Jesus ist was, ja. Und ich habe ihn auch verteidigt in der Schule, aber ich wusste halt noch nicht in der Tiefe, okay, warum verteidige ich ihn überhaupt? Es hat mich aufgeregt, wenn irgendjemand was Schlechtes über Jesus gesagt hat. Ich habe aber nie mit meinen Eltern darüber geredet, und wir sind auch nicht christlich aufgewachsen nach dem Motto, okay, beten oder Bibel lesen. Das ist dann viele Jahre später, ich glaube, wir waren 14 war ich, glaube ich, dass meine Mutter einfach eine sehr schwierige Zeit hatte, durch die sie gegangen ist persönlich, und sie sagte dann, hey Kinder, also ich habe noch einen jüngeren Bruder, wir müssen anfangen zu beten. Und für uns war das natürlich total weltfremd, so nach, ja, wie jetzt beten? Und dann gingen wir das erste Mal in so eine Kirche in Aachen, war das, und das war für uns ein Kulturschock, weil wir sind halt ziemlich deutsch aufgewachsen und hatten nicht viel mit Kongolesen zu tun. Und auf einmal waren wir in dieser kongolesischen Kirche und alle so am Schreien und am Beten, und wir dachten so, wo sind wir hier? Und meine Mutter meinte so, ja, das machen wir jetzt ab jetzt jeden Sonntag. Und ja, dann sind wir einfach mitgegangen, um einfach mitzugehen. Ne? Aber trotzdem war da noch keine Beziehung zu Jesus. Ich hatte dann mit 19 einen Autounfall. Ich hatte, glaube ich, 6 Monate meinen Führerschein. Und ich wollte meinen damaligen Freund, also meinen jetzigen Mann, besuchen. Und ich weiß, dass an dem Tag war es ziemlich regnerisch. Mein Vater wollte schon gar nicht mich mehr fahren lassen, weil er einfach sagte, okay, du fährst jetzt nach Köln, das ist echt eine lange Strecke, es ist dunkel, beeil dich. Und dann wurde daraus ein Streit, das war echt nicht schön. Und dann habe ich gesagt, ja komm, lass mich in Ruhe. Ich fahre jetzt einfach, ne, weil er die ganze Zeit mich genervt hat, mal schneller zu machen, obwohl ich noch Zeit brauchte. Und dann bin ich in mein Auto gestiegen, ich bin gefahren, und hinter mir war so ein kleiner Bus, würde ich sagen. Und der fuhr wirklich dicht an mich heran. Und ich habe einfach im Spiegel immer gedacht, warum fährt er so dicht an mich heran? Dann war ich an der Kreuzung, und die schlug halt um von grün auf orange. Und wenn du halt neu bist, so im Fahren, dann weißt du nicht, fährst du durch, bleibst du stehen. Das habe ich gemacht. Letzte Sekunde bin ich stehen geblieben. Und es war natürlich irgendwo eine Fehlreaktion in dem Moment. Und der Kleinbus ist genau volle Kanne auf mich draufgefahren, weil er dachte, ich ziehe weiter durch. Ne? Und die anderen Leute an der Kreuzung, wir sind praktisch so gekommen, und die an der Kreuzung haben schon gesehen, oh mein Gott, da passiert jetzt gleich was, ne? Weil das sah schon so aus nach dem Motto, der knallt ja jetzt gleich drauf, und so war es dann auch. Und das war, ich kann mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, ich höre den Knall, ich weiß noch ganz genau, wie laut der Knall war, und ich weiß, wie geschockt ich war, so am Zittern, und alle Menschen kamen direkt und sagten, hey, ist alles okay bei Ihnen? Das war wirklich echt heftig so, ne? Gerade Führerschein und so ein Autounfall. Mein Auto war echt damaged. Also das musste auch weg. Da konnte man nichts mehr mitmachen. Und die Sanitäter sagten mir dann halt auch einfach, dass ich wirklich sehr viel Glück gehabt habe. Ne? Und ich erinnere mich noch daran, dass diese Kopflehne rausgebrochen war. Und ich kam ins Krankenhaus. Und da habe ich mich gefragt so, okay, wenn du jetzt gestorben wärst, wohin? Was wäre denn danach? Ne? Und das war so ein ganz komisches Gefühl, und auch obwohl meine Tante, meine Mutter alle auf mich einsprachen, ich habe die nicht wahrgenommen, weil für mich war so, Moment, ich muss erstmal realisieren, ich hätte gerade sterben können und mein Leben wäre einfach vorbei mit 19. Und das denkt man als Jugendlicher nicht mehr. Ja. Du denkst einfach, du hast so viel Zeit, du wirst alt und so, aber so schnell kann das Leben zu Ende sein. Dann bin ich dann halt mit dem Zug gefahren,
Und dann hat mich ein Mädchen ganz klassisch, wie man sagt, evangelisiert. Die hat mich gesehen und hat gesagt, hey, wie geht's? Und ich dachte so, okay, gut. Und erzählte mir einfach von Jesus so, dass Jesus mich liebt und dass Jesus einen Plan War mit mir das, hat. nachdem du schon entlassen wurdest, oder? Ja, nachdem ich entlassen Okay, wurde, bin ich ja mit dem Zug gefahren, ne? ja. Und ich dachte so, ja, okay, finde ich schön, dass Jesus mich liebt. Und dann hat sie gesagt, komm doch mal in unsere Gemeinde. Ich würde mich freuen, haben wir Nummern ausgetauscht. Und ich fand sie einfach so nett und auch diesen Mut, ne, jemand Fremdes anzusprechen. Ja, und dann bin ich in deren Gemeinde. Das ist zwar auch eine Kölner Gemeinde. Und das war, da waren so viele Jugendliche einfach, die so Gott angebeten haben. Und das fand ich so toll. Das fand ich so interessant, weil ich gesehen habe, okay, Gott ist nicht nur für ältere Leute irgendwie in der Kirche, Gott ist für jeden. Und diese Jugendlichen waren echt, die waren wirklich, die haben Jesus echt geliebt. Und man hat das gespürt, dass diese Liebe zu Gott einfach real ist. Und das war so mein Ruf, ne? Und dann habe ich, das war der Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte das auch. Dieser Jesus existiert, hier ist irgendwas. Und habe angefangen, die Bibel zu lesen. Kannst du ganz kurz an den Punkt nochmal, weil wenn wir von Ruf sprechen, wenn wir von diesem Gefühl sprechen, wir haben Zuschauer, die schon in Christus sind, wir haben aber auch Zuschauer, die mit sowas gar nichts anfangen können. Nur ganz kurz auf diese zwei Punkte, wie kannst du diesen Ruf beschreiben? Du bist da, du siehst, die Jugendlichen lobpreisen, sind am Singen. Wie kannst du dieses Gefühl beschreiben? So deine Erfahrung einfach. Ja, das ist gut, wo du sagst, deine Erfahrung, weil ich glaube, jeder hat das Jeder hat seine wirklich, eigene hat Erfahrung, seine eigene. genau. Ich habe es gespürt, dass ich wusste, dass das, was ich gerade hier tue oder erlebe, echt ist. Es war ein ganz komisches Wissen einfach. Ich wusste, ich bin an dem richtigen Ort und diesen Jesus, den ich schon immer kannte, das, so ist er wirklich. Ne? Aber diesen Ruf, den habe ich, glaube ich, erst gespürt, als ich das Wort Gottes gelesen habe. Weil ich glaube, das ist wichtig für die, die gucken und nichts damit zu tun haben, dass sie sich damit befassen. Und das machen viele zu wenig, weil viele interpretieren Gott, weil sie eine Kirche gesehen haben, die nicht so ist, wie sie sich vorgestellt haben, oder weil sie Gottesdiener und Gottesdienerinnen gesehen haben, die gefallen sind. Also die achten nur auf den Menschen, aber sie befassen sich nicht wirklich eingehend mit Gott selber. Und das habe ich gemacht. Ich habe wirklich die Bibel gelesen und habe das studiert, die Geschichte der Israeliten, der Juden. Ich wollte verstehen und wissen. Ich habe mich mit biblischen Prophezeiungen auseinandergesetzt, die wirklich so tatsächlich passiert sind. Und das war für mich so. So eins nach dem anderen hat einfach Sinn ergeben. Also das war nicht damit zu Ende, dass ich einfach gefühlt habe, okay, ich bin hier richtig, sondern ich wollte wissen, wer bist du, Wer Gott? bist du? Ne, wer bist du und zeige dich mir. Und das tut er auch. Ne? Die Bibel sagt, wer mich sucht, der findet mich. Aber viele suchen nicht mehr und das ist schade. Das ist wirklich schade. Und so habe ich den Ruf praktisch vernommen, glaube ich, durch das Wort. Und wie ging es dann weiter? Weil oftmals ist es ja so, vor allem bei Jugendlichen, man geht in die Kirche, man merkt, da ist etwas, man spürt eine gewisse Veränderung, die Atmosphäre ist anders. Aber dann, wenn die Kirche vorbei ist oder wenn man rausgeht, gibt es dann auch wieder diesen anderen Wind und da ist wieder alles normal und da beginnt ein neuer Tag. Wie war diese Wendung bei dir? Ist es dann konstant geblieben? Bist du weiterhin durstig Das ist gewesen gute oder? Frage, auf jeden Fall. Fragen, mit denen man sich nicht auseinandersetzt. Nein, also bei mir war es echt ein Up and Down. Also ich war wirklich eine Raupe. Also ne? Wenn du dir eine Raupe vorstellst, so wie hässlich und dreckig und ekelhaft, keiner mag Raupen. Und ich wusste nur, Gott hat ein Ziel, du sollst ein Schmetterling werden. Aber dieser Prozess, dieses Häutens, wenn die Raupe sich verwandelt, das tut sie 7-mal. Ne? Die häutet sich 7-mal, bis sie dieser Schmetterling ist. Und es ist immer schmerzhaft. Das heißt, Gott hat mich durch viele Dinge gehen lassen, die einfach schrecklich waren, die ich nicht verstanden habe. Fragen, wo ich gesagt habe, Gott, warum? Ich habe keine Antwort dafür bekommen. Oder viele Jahre später. Und auch immer dieser Kampf mit der Welt, die Der dich Welt. zurückzieht, ne? Und die dir zeigt, so was du machst, ist eigentlich total blöd. Aber auf der anderen Seite, der Heilige Geist, der zu dir spricht. Und das tut Gott. Gott tut das. Nur wir wollen manchmal nicht drauf hören. Und vielleicht sagen die Leute von der Welt, okay, das Gewissen redet zu uns. Aber ich glaube, das Gewissen ist geprägt von Gottes Geist einfach. Du hast diese Stimme, die dir zeigt, das ist gut und das ist falsch. Und das letzte Mal, wo wir im Club waren, weiß ich noch, das war Silvester 2000. Wann war das? Es ist auf jeden Fall schon mega lange her. Ich weiß nur, mein Mann und ich, wir waren im Club und es lief das Lied von Jay-Z, Empire State of Mind oder so heißt das, glaube ich, mit Alicia Keys.
Und es lief und am Ende haben alle im Club dieses Handzeichen gemacht von Jay-Z. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, it's over. Es ist nicht mehr meine Welt. Mir ging es so schlecht. Ich fühlte mich so unangenehm, so fehl am Platz, wo ich gesagt habe, so nein, weil irgendwas stimmt hier nicht. Da war eine Atmosphäre, die kann ich nicht beschreiben. Es war einfach komisch, es war einfach schlecht und ich hatte das Gefühl, dass alle in die falsche Richtung laufen. Und das war krass, weil mein Mann und ich, wir haben uns zusammen angeguckt und wir wussten einfach, dann ist es vorbei. Während wir im Club waren. Und das war wirklich für uns der Moment, wo wir gesagt haben, wir hören nichts mehr mit allem, was so von der Welt zu tun hat, was, wo wir wissen, es bringt uns nicht weiter, nichts mehr zu tun haben wollen. Ne? Aber es war ein Prozess, es war nicht, ja, ich bin so geblieben, ich hatte oft auch Momente, wo ich keine Lust mehr hatte zu beten und die Bibel zu lesen, aber Gott zieht dich zurück. Wenn du wahrlich ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich eine Beziehung zu Gott hast, Gott wird dich immer ziehen, irgendwie. Und du kannst noch so weglaufen, er wird dann kommen, leise an deine Tür klopfen und sagen, hey, sollen wir wieder reden? Alles gut? Weil Gott ist wirklich ein Gentleman, ne? Und hat viel Geduld. In dem Moment, in dem du da warst mit deinem jetzigen Mann, die Atmosphäre, ist das die gleiche Atmosphäre, beziehungsweise wirklich mal das zu definieren, das zu unterscheiden? Weil für uns, wie wir jetzt beide hier sitzen, können wir ja den Unterschied erkennen. Aber für andere, die da draußen sind und da sitzen und sich fragen, was meint die Schwester jetzt, wenn die im Club ist, das Gefühl und jetzt anguckt? So, das sind so, weißt du, so Fragen, die man sich stellen tut, wenn man sich wirklich nicht damit befasst hat. Es geht wirklich, das mal zu verinnerlichen, wirklich da mehr ins Detail reinzugehen, weil du warst in der Entwicklung. Auch jetzt bist du in der Entwicklung. Und in dem Moment, als du gespürt hast und deinen Mann angeguckt hast und gesagt hast, das Zeichen, die Atmosphäre, alles, geh mal ein bisschen mehr darauf ein. Ich hatte schon vorher viel gehört über, dass weltliche Musik keinen guten Ursprung hat. Es geht nicht um, und das muss man verstehen, es geht nicht um den Musiker oder den Artist dahinter, sondern es geht darum, was Musik mit einem macht. Tun wir mal weg, reden wir gar nicht über Gott. Die Welt sagt, die Musik ist das Tor zur Seele. Und das ist ein ganz starkes Sprichwort. Denn es gibt nichts, was dich so packen kann, was dein Leben so beeinflussen kann, sei es positiv oder negativ, wie Musik. Musik dringt tief in dein Unterbewusstsein ein und stimuliert deine Sinne. Musik kann dich lenken und führen. Ihr kennt das doch, wenn du Liebeskummer hast, dann brauchst du diese Sad Songs und dann bist du noch trauriger und dann Eiscreme und so. Du singst in diese Musik hinein. Das ist nicht dasselbe, wie wenn du einen Film guckst und so. Ein Film siehst du, es berührt dich visuell, aber es packt nicht dein Inneres. Musik hat eine Form zu, wie sagt man, to express something, also etwas auszudrücken, was man mit Worten nicht beschreiben kann, genauso wie Tanz auch. Und ich hatte mich damit auseinandergesetzt, dass weltliche Musik einfach einen schlechten Impact hat, weil die Basis, die Wurzel teilweise einfach, die hinter dieser Musik steckt, einfach teuflisch ist. Und das darf man nicht verstecken, das muss man wirklich so sagen, dass viele in der Musikindustrie einfach dem Teufel wirklich die Seele verkauft haben. Und auch wenn man sich damit befasst, und das ist ja wieder, wir kommen wieder an diesen Punkt, man kritisiert oft das Christentum, ah, Jesus ist langweilig, wir dürfen das nicht hören, man befasst sich aber nicht mit den Dingen, warum Jesus etwas nicht will oder warum er uns vor etwas schützt. Und wenn man sich damit befasst, die Musikindustrie selber, die Rapper in ihren Rap-Texten teilweise selber sagen, sie sind gefangen, und sie wollen hier raus, aber sie können nicht. Ja? Oder da gab es ein Lied von Katy Perry und dann sagte sie, du willst mit Magie spielen, aber weißt du überhaupt, worauf du dich einlässt? Bist du überhaupt bereit dafür? Und die Leute singen das und singen das, aber hört auf den Text. Und die Musiker sagen manchmal selber einfach Dinge in ihren Lyrics, die uns schon zeigen, hier ist irgendwas komisch. Und auch in ihren Interviews. Also ich hatte mich damit befasst und wusste, weltliche Musik ist nicht gut, weil ich gerne getanzt habe als Kind. Gerne, unheimlich. Also Tanz, das war für mich mein Leben. Dann, als wir in diesem Moment dann in diesem Club waren und alle dieses Handzeichen von Jay-Z gemacht haben, das ist so der Moment gewesen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das ist wirklich teuflisch. Und das ist das, wenn man sagt, Musik hat einen ganz schlechten Impact teilweise und es kann deine Seele so beeinflussen. Und Jay-Z ist auch jemand, der sich dafür bekennt, dass er mit Gott und Christentum und so gar nichts zu tun hat. Und in dem Song selber disst er Jesus. In diesem Song, der da gelaufen ist. Und das war für mich so, nein, okay. Erstens, du disst
den Gott, an den ich glaube, ja, reden wir von Toleranz. Du musst ihm ja nicht folgen, aber wenn du ihn disst, dann ist das für mich, dass du gerade jemand disst, den ich wirklich sehr liebe. Mhm. Und dann kann ich nicht mit dir zusammen sein und dein Handzeichen machen wir so cool und so im Club. Und zweitens, dadurch, dass alle das gemacht haben, einfach blind ein Zeichen zu machen, wovon sie vielleicht gar nicht wissen, was das bedeutet, ist ja wie damals mit dem Hitlergruß. Viele haben diesen Hitlergruß gemacht, mhm. einfach nur um zu machen. Aber die Leute, die wussten, was das bedeutet, die haben das mhm. mit anderen Augen gesehen. Mhm. Und da habe ich gedacht, was für einen Impact hat das überhaupt auf unsere Welt? Und mhm. das ist das, wo du sagtest, definier mal. Mhm. Für mich war das im Moment einfach, das kann nicht sein, dass jemand so viel Einfluss hat, eine ganze Jugend irgendwie mitzureißen, dass wir einen bestimmten Style oder eine bestimmte Art und Weise nachmachen, die jemand uns vorgibt, mhm. die nicht förderlich ist für uns. Ne? Mhm. Danke auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Ja. So um den heißen Brei, aber ja. Ne, nochmal ganz kurz zu dem Punkt, weil wir haben jetzt gerade über den Einfluss der Musik gesprochen, das, was du im Club gehört hast. Aber du hast auch gesagt, dass du das letzte Mal schon Jahre her, also wie viele Jahre davor. Jetzt? Also meinst du mit dem Tanzen oder wie? Nee, Club, generell Club, weil du hast ja gesagt, das ist schon 29, das letzte Mal, ne? wo du im Club warst. Da war ich vielleicht 19. Doch, kurz nach meinem Glauben. Ich glaube, ich habe mich bekehrt 2008. Ich glaube 2009 im Silvesterabend, glaube ich, müsste es gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, irgendwie sowas. Es geht jetzt nur darum, zu verstehen, weil wir haben gerade über den Einfluss der Musik gesprochen. Das, was du im Club gehört hast, dass es nicht gut war, weil Jay-Z in der Musik Jesus Christus gedisst hat und du führst mit Jesus eine Beziehung. Und jeder, der gegen Jesus ist, mit dem kannst du auch nicht sein. Was ist aber mit Club selber? Was ist zum Beispiel, wenn in diesem Club, Beispiel, in diesem Club jetzt eine Musik wäre, die Jesus nicht ist? Wenn es in diesem Club eine Musik wäre, die dich jetzt nicht zum Negativen beeinflusst, weißt du, was ich meine? Die dich nicht negativ beeinflusst, würdest du trotzdem dann feiern gehen, in den Club gehen? Nein, auch nicht. Absolut nicht, weil ich, das kann ich ganz einfach erklären. Also ich habe nichts gegen Feiern und ich finde es auch gut, wenn Leute feiern, aber im Club erstens... wir haben immer noch den Aspekt von Alkohol. Mhm. Und wir wissen, was Alkohol für einen Einfluss hat. Die Bibel an sich verbietet nicht explizit, du darfst keinen Alkohol trinken. Aber man sagt uns diesen Vers und man sagt, alles ist euch erlaubt, aber nicht alles ist förderlich. Mhm. Und wir wissen auch, dass wenn man ein gewisses Limit von Alkohol übersteigt, was passieren kann, dass du einfach nicht mehr weißt, wer du bist. Mhm. Und das ist doch schon traurig, oder? Dass du nicht mehr Herr deiner Sinne sein kannst und dass dir so etwas zum Verkauf angeboten wird, mit der Tendenz, betrink dich. Und das finde ich schon eigentlich moralisch nicht gut. Mhm. Also Christus hin oder her, das würde mich schon stören. Der zweite Punkt ist, Jesus Christus ist das Licht dieser Welt. Warum ist es in einem Club immer dunkel? Wieso denn? Das ist auch ein Aspekt, der mich total stört, wo ich denke, so, warum muss das dunkel sein? Und dunkel ist immer so ein Zeichen für, man soll etwas nicht sehen, man möchte etwas kaschieren, die Leute wollen nicht wirklich zeigen, wer sie sind und wir sind alle hier, um irgendwie, wir tragen eine Maske und teilweise wird da werden Drogen genommen in einem Club, auf der anderen Seite wird hart Alkohol getrunken in einem Club, auf der anderen Seite wird teilweise auch sexuell verkehrt innerhalb eines Clubs, wo ich denke, das ist ein Ort, in dem so viel moralisch Negatives teilweise geschieht und in einer Form, was einfach nicht mehr gesund ist, wo ich sage, Musik hin oder her, es ist kein Ort mehr für mich. Ich fühle mich als Christ da nicht mehr wohl. Und wenn jetzt eine Freundin von mir sagen würde, hey Grace, ich feiere in einem Club, dann komme ich dich gerne besuchen, aber das ist nicht mehr mein Ort. Ich kann damit nicht, ich fühle mich nicht zufrieden an diesem Ort. Ne? Mhm. Und das muss man unterscheiden. Der Ort an sich ist für mich nicht mein Ort, aber zu sagen, ich feiere oder wir feiern jetzt einen Geburtstag oder so, da bin ich nicht gegen. Ne? Mhm. So. Also jetzt zum Beispiel, wenn deine beste Freundin sagt, ja, ich feiere meinen Geburtstag in einem Restaurant oder irgendwo in einer Bar, wer würdest du gehen, aber jetzt im Club? Nein. Genau, das ist so, das ist für mich noch so ein Ort, wo ich auf jeden Fall mit klarkomme und wo jeder so seine Grenzen hat und aber so im Club, das ist nicht mehr so, nicht mehr so meine Welt. Das ist schön. Ja, deine Geschichte beschreibt ein bisschen, also die bringt viel mit. Es geht halt darum, auch für viele zu verstehen, der Unterschied zwischen dem, wenn man ins Club geht und nicht Club, Musik.
Also man merkt wirklich schon, dass etwas dabei rauskommt, dass Früchte auch entstehen. Ja, dadurch, natürlich. Ja. Ja. Und es ist ein Prozess, ne? Das ist ja, ganz natürlich, wichtig. Natürlich. Manche Leute denken jetzt so, oh ja klar, es ist so einfach. Nee, es ist nicht einfach. Ne? Und es ist wirklich ein Prozess. Und ich würde auch nicht hingehen und sagen, ich verteufel weltliche Musik an sich. Weil es gibt immer noch Songs, es gibt zum Beispiel so einen klassischen Song von Toni Braxton, Unbreak My Heart. Wenn der heute im Radio laufen würde, würde ich jetzt nicht ausmachen, ja, ich glaube, das jetzt nicht hören und so. Naja, das ist, es geht darum, was Musik mit dir macht und du musst unterscheiden können. Und ich glaube, wenn du Jesus hast, dann zeigt er dir ganz genau, das ist gut und das lass lieber. Mhm. Ne? Das mit dem, wenn du Jesus hast, hat auch viel damit zu tun, wenn du Ups und Downs hast. Also wie du selber schon vorhin gesagt hattest, du hattest Höhen und du hattest Tiefen. Mhm. Geh mir mal kurz auf diese zwei Punkte ein. Was war wirklich das schlimmste Ereignis in deinem Leben, wo du nicht mehr gewusst hast oder gar nicht mehr gewusst hast? So, weil die Bibel sagt dir, schau weder nach rechts noch nach links. Mm. So, Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg geht immer nur vorwärts. Mm. Es geht nicht zurück. Ja. Aber wenn du wirklich so gefallen bist, auch nach der Entscheidung, weil viele denken immer, ich bin jetzt Christ, ich habe meine Entscheidung getroffen, ich bin bekehrt, ich kann nicht mehr fallen. Aber du hast ja selber gerade gesagt, ich habe Höhen und Tiefen gehabt. Das heißt, du bist mal gefallen. Oh ja, das oft. Erzähl uns mal dieses Ereignis. Erzähl uns mal diese Geschichte. Ich bin oft gefallen. Also ich kann nicht eins sagen, aber ich glaube, was somit das Schlimmste war, also du redest ja jetzt nicht nur gefallen in irgendeine Sünde oder so, sondern du meinst auch etwas, was in meinem Leben passiert ist, wo ich dachte so, oh mein Gott, wie kann das passieren? Was meinst du da genau? Ja, das können wir nochmal auch in zwei auffassen, weil es gibt manchmal so etwas, was ein Ereignis, das dich so prägend tut, beziehungsweise dich so mitnimmt tut, dass du dann weg bist und nicht mehr irgendwie, so weißt du, du bist einfach für dich und du versuchst dich selbst zu finden. Ja. So ein Ereignis und auch zur Sünde selbst. Ja, also zur Sünde selbst muss ich ganz ehrlich sagen, besonders einfach an die Frauen. Also ich bin nicht als Jungfrau in die Ehe gegangen und ich hatte schon Sex vor der Ehe und ich musste natürlich, an einem Punkt hat es kollidiert mit Gott einfach so dieses, es ist nicht gut, ne? Und der Herr hat einen Sinn dahinter. Ja. Und das war natürlich nicht einfach. Und da bin ich auch oft gefallen, wo ich dachte so, oh mein Gott, schon wieder. Oh nein. Und dann habe ich auch wirklich mein Kissen genommen und ich habe so geweint. Und ich gesagt, Gott, ich wollte das nicht. Und wieso? Und das ist so schwer. Und das ist natürlich echt richtig krass. Also wenn man auf einmal jemand sagt so, okay, sorry, ab jetzt, ne, ist over. Und du musst jetzt praktisch wieder, wie nennt man das, keusch, ne? Nennt man das auf Deutsch? Keusch leben. Ein Leben in Heiligkeit und in Reinheit zu führen. Und das war wirklich etwas, wo ich dachte so, boah, das ist echt nicht einfach. Es ist nicht einfach. Und ich glaube, da kämpfen sehr viele Jugendliche mit einfach. Mit der Sexualität einfach zu sagen, warum muss ich überhaupt jetzt keinen Sex mehr haben vor der Ehe? Und auch diesen Entschluss zu treffen, und den habe ich ja getroffen, weil ich Gott liebe, zu sagen, okay, jetzt verstehe ich es. Ich möchte es nicht mehr machen. Aber es hieß nicht, dass es danach vorbei war, sondern dass ich oft immer wieder in dieselbe Sünde gefallen bin und einfach einen Weg gesucht habe, okay Gott, wie komme ich jetzt davon weg? Wie kann ich das verändern? Und da muss ich sagen, hat mir einfach das Wort Gottes einfach geholfen, zu verstehen, was Gott sagt und das zu proklamieren. Und das ist, glaube ich, das, wo ich sage, das war eine Sünde, wo ich gestolpert drin bin, ne? als Jugendliche im Prozess der Bekehrung. Ja, und da finden sich bestimmt einige drin wieder. Ja. Wenn man etwas erzählt, hört sich das immer so an, wie als wäre es von heute auf morgen so passiert. Ja. Wie lange hat das gedauert? Wow. Der erste Zeitpunkt, beziehungsweise heute ist es passiert, du bist gefallen, du bereust es, du merkst, dir geht's nicht gut, du bist richtig fertig wegen dieser Sünde. Aber dann diese Zeit von Sünde bis zu dem Punkt, wo du sagst, nein, ich muss jetzt beten, ich muss jetzt aufstehen. Wie lange hat das gedauert? Ja, ich muss berechnen. Also einfach so Pi mal Daumen, so damit die Bestimmt Leute das vier auch Jahre. So... Vier Jahre. Mhm. Und dazwischen musste ich mich auch einem bestimmten Jungen auch trennen, der mich bewusst auch immer in diese Sünde gebracht hat. Oh. Und da zu sagen, ich trenne mich von jemandem, den du ja in diesem Moment liebst, ja, und da testet Gott halt wirklich einfach, wie sehr liebst du mich eigentlich, ne? Und das erinnert an diese Geschichte von Abraham einfach, und wenn du etwas hast, an dem du klammerst, es war ja nicht nur die Sexualität, du klammerst ja besonders als Mädchen nicht unbedingt an einem Jungen wegen der Sexualität, ich glaube, das sind nochmal zwei verschiedene Bausteine für Jungs und Mädchen, aber an der Beziehung einfach, und dass Gott dir ganz klar sagt,
diese Beziehung trennt dich von mir. Sie bringt dich nicht näher zu mir. Und sie bringt dich nur weg von mir. Sie distanziert dich. Und dann zu sagen, cut. Und ich glaube, das war der Moment, der viel gebracht hat, zu sagen, nee, ich muss mich entscheiden. Und ich möchte das nicht mehr so weiterführen. Ich möchte für Gott ein heiliges Leben führen. Das war jetzt das zu der Sünde und jetzt das mit dem, mit einem Ereignis. Ich glaube, da waren zwei. Mein Sohn ist als Frühchen geboren und das war für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Das war das erste Kind, die erste Schwangerschaft und dann ist er in eine Schwangerschaft, hat 40 Schwangerschaftswochen und ich hatte auf einmal plötzlich Schmerzen, ich konnte sie nicht einordnen und ich musste ins Krankenhaus und die sagten, das sind aber keine Wehen, wir wissen nicht, was das ist. Und dann haben wir gesagt, wir kontrollieren das, Medikamente, pipapo. Dann konnte man das stabilisieren. Eine Woche später genau hat man es stabilisiert. Und man sagte mir, okay, Sie dürfen jetzt praktisch am nächsten Tag raus. Es war ein Sonntag und ich durfte am Montag nach Hause. Mhm. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, ja, Mama, komm ich bitte abholen. Alles gut, ich darf am nächsten Tag nach Hause. Und ich war in der 29. Woche. In der Nacht von Sonntag auf Montag platzt meine Fruchtblase. Und das war für mich erstmal total, ich bin auf Toilette gegangen und wusste natürlich nicht, was ist. Erste Schwangerschaft, ist das jetzt einfach Urin oder ist das jetzt Fruchtblase? Und ich hatte zwei Nachbarinnen, die hatten schon Kinder bekommen und haben gesagt, nee, das hört sich nach Fruchtwasser an. Sofort die Ärzte alarmiert und ich wurde noch im Bett praktisch ins Krankenzimmer, in den Kreissaal gefahren. Viele Tests und das ist unangenehm, jede Frau weiß, das ist einfach unangenehm. Und dann haben die gesagt, ja, die Fruchtblase ist geplatzt, das Baby ist jetzt praktisch schon dabei zu sagen, okay, ich komme jetzt. Mhm. Und das war für mich sehr, sehr schlimm. Das war für mich so schlimm, weil ich als Mutter einfach Angst hatte für mein Kind. Und dann hieß es, ja, sie müssen jetzt nur noch liegen und im Krankenhaus bleiben, bis das Kind zur Welt kommt. Ja, also noch 11 Wochen. Und dann kontrollieren wir immer. Und wenn wir merken, da sind Entzündungen, dann müssen wir was tun. Mhm. Ja, und letzten Endes, wir haben um 3 Uhr nachts geredet. Mein Kind kam abends um 20.30 Uhr. Also es war ein Notkaiserschnitt, wir mussten sofort reagieren. Die haben gesagt, er ist erschöpft, er ist müde und man merkt das an dem CTG, dass er nicht mehr kann einfach. Ne? Mhm. Und dann mussten wir in diesem Moment reagieren und wirklich Notkaiserschnitt, das Kind rausholen. Ich habe mein Kind nicht mehr gesehen. Also ich habe es echt am nächsten Tag erst gesehen. Die haben das Kind rausgenommen, ich habe kurz gehört, wie er geschrien hat. Er kam sofort in diese, wie heißt das, Kuvös nochmal, in diese Brutkasten rein, Schläuche und alles. Ich habe ihn auf dem Foto gesehen und ich dachte so, hey, was passiert hier gerade? Was geschieht hier? Und da habe ich mich von Gott so alleine gelassen gefühlt. Da habe ich gesagt, wieso? Mhm. Warum tust du sowas? Warum machst du das eigentlich? Was soll ich jetzt daraus lernen? Mhm. Und auch danach war es sehr schwierig. Er war ja 2 Monate auf der Intensivstation. Ich war danach sehr krank und so, auch psychisch einfach. Ich hatte echt psychisch Depressionen und ich habe an alles gezweifelt. Ich dachte so, warum macht Gott das? Und das war, glaube ich, das Schlimmste, was mir je im Leben passiert ist. Aber im Nachhinein gehört Leiden auch dazu. Ne? Leid lässt uns wachsen und lässt uns auch nochmal sehen, wie stark Gott wirklich ist. Einfach, ne? Durch diese Zeit zu gehen, war einfach Teil meiner Ausbildung. Mhm. Und das vergessen wir auch. Wir denken, wenn wir Gott haben, ist alles perfekt, aber das ist es nicht, sondern Gott hilft uns, auch in den dunklen Zeiten das Licht zu sehen, was andere nicht haben. Das ist der Unterschied zwischen uns und die vielleicht nicht an Gott glauben. Ne? Darf ich noch kurz? Die Erkennung, die du heute hast, ich gehe davon aus, dass du die zu dem Zeitpunkt nicht hattest, weil du ja Depression und Down warst. Auf gar keinen Fall. Spulen wir nur kurz nochmal zurück. Wirklich zu dem Zeitpunkt, wo du da lagst, wo du da warst. Verzeih mir, wenn wir jetzt darüber nochmal sprechen, aber es geht wirklich darum, zu realisieren, in dem Moment, wo du da warst, dass du gesagt hast, warum Gott? Hat dir Gott nicht geantwortet? Oder wie hast du wieder zurückgefunden? Was war in diesem Moment? Was hast du gefühlt? Die Gefühle, zu was haben die dich gebracht? Wie waren deine Folgen? Also ich war sehr sauer. Ich war sehr sauer, ich war frustriert. Ich habe mich in den Stich gelassen gefühlt. Und nicht das erste Mal. Weil das zweite Ereignis ist, dass ich einmal glaubte, ich hätte den Mann meines Lebens gefunden. Und was ist passiert? 2 Wochen vor der Hochzeit hat er einfach abgesagt. Ja, er hat mich einfach stehen lassen per WhatsApp und hat gesagt, ich sei eine Hexe. Und das war das erste Mal, wo ich echt gesagt habe, Gott, okay, was soll das? Und das war auch etwas, wovon ich überzeugt war,
dass Gott eigentlich zu mir gesprochen hat, aber das ist echt eine Geschichte für sich. Ja. Und ich war wieder in dieser Situation, wo ich dachte, Gott, warum? Und so eine Schwangerschaft ist ja auch etwas, was man sieht, ne? Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Gott mich gerne vor Leuten blamiert. So, ne? Dass dann immer jeder um mich herum mir merkt, so, warum ist Grace nicht mehr schwanger? Was ist passiert, ne? Mhm. Wieso ist dieses Kind halt nicht mehr in ihrem Bauch? Weil es hat ja alles passieren können. Sie hätte ja auch sterben können. Das Kind hätte sterben können. Wie auch immer. Das war für mich wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe, Gott, du blamierst mich wieder. Du blamierst mich. Und ich diene dir. Und ich wollte, mein Pastor kam und mit mir geredet, hat mich ermutigt, aber ich wollte nichts hören. Mhm. Ich wollte nichts wissen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du auch nicht mehr gebetet? Nee, ich habe auch nicht gebetet. Ich habe nicht die Bibel gelesen, ich habe nicht gebetet. Aber andere haben für mich gebetet. Und ich glaube, das hat viel gemacht. Mhm. Dass in diesem Moment, wo ich einfach nicht konnte, dass andere mich getragen haben im Gebet. Und Gott hat mich auch in Ruhe gelassen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mich gedrängt hat. Bete jetzt, lies die Bibel. Nein. Es war irgendein Moment, da kam eine Psychologin und wollte mit mir reden. Und sie sagte, sie hat mir nicht geholfen. Und da habe ich verstanden, sie kann mir nicht helfen. Der Einzige, der dir helfen kann, ist Gott. Das war der Schlüsselmoment, wo ich wieder realisiert habe, okay, ich muss einfach wieder zurück zu Gott. Und egal, wie es jetzt aussieht, er wird mir irgendwann eine Antwort geben. Weil da war diese Psychologin, die mir nicht geholfen hat. Die Psychopharmaka oder diese Medikamente, die mir gegeben wurden, durfte ich auch nicht immer einnehmen. Also brauchte ich eine Lösung, um die Mutter zu sein für dieses Kind. Ne? Ja. Und man kennt das ja, wenn die sehen, eine Mutter ist labil oder so, dann können die dir das Kind auch abnehmen. Und ich war sehr labil, so, und das hat sich auch rumgesprochen, auf der Station, dass ich dachte, nee, weißt du, du musst jetzt kämpfen, du musst für deinen Sohn kämpfen, du musst für deinen Mann kämpfen. Und da war wieder, wo ich gesagt habe, Gott, jetzt komm, jetzt hilf mir bitte wieder. Ne? Und dann habe ich auch selber wieder gebetet. Ja. Also warst du wirklich auch, egal was jetzt passiert, dein Kopf war darauf eingestellt, entweder Gott, es klappt oder es klappt nicht. Ja. Trotzdem will ich dir dienen. Ja, genau. Und an diesem Punkt zwingt Gott uns immer wieder zu kommen. Ja. Und das ist halt immer wieder diese Prüfung, ne? Dieses wieder, wie sehr liebst du Gott? Letztendlich sind alle Prüfungen eigentlich nur immer das eine Resultat. Wie sehr liebst du Gott wirklich? Liebst du Gott mehr als dein eigenes Kind? Liebst du Gott mehr als deine eigene Gesundheit? Wie sehr liebst du Gott? Egal, was wir durchleben, das ist am Ende die Schlüsselfrage. Und wenn Gott sieht, dass du es geschafft hast, dann wächst dein Geist. Und du gehst eine Dimension weiter in der Erkenntnis, wer Gott ist. Mhm. Ne? Weil Gott mag das, dass man ihn sucht. Er macht das manchmal so extra so, ne? Dass man wirklich hingeht und forscht und sucht. Und er öffnet sich dir mehr, wenn er sieht, dass er dir vertrauen kann. Und diese Prüfungen bringen Gott dazu zu sehen, wie sehr er uns vertrauen kann. Ne? Ja, das ist auch oftmals dann so, wie jetzt bei dir, Gott sei Dank, dass es wirklich, dass du die Tür geöffnet hast, dich dazu entschieden hast, weil, wie du sagst, es ist eine Dimension. Und jede Dimension ist ein Raum. Und in jedem Raum gibt es eine Tür. Und die Tür hast du selber zu entscheiden, ob du die aufmachen willst oder nicht. Ja, das ist gut gesagt. Oftmals ist es auch für viele dann so, dass sie die Tür nicht aufmachen wollen, weil sie denken, es wird eh nur noch schlimmer. Die bleiben wirklich an diesem Punkt stehen. Sie wollen nicht weiter. Die bleiben dann stehen, versagen und suchen dann Hilfe. Und die denken, dass sie von außerhalb Hilfe bekommen. Die denken dann, dass von außerhalb was wird so. Bei dir ist es jetzt wirklich so, dass du dann da lagst und gesagt hast, nein, ich muss jetzt aufstehen, ich muss jetzt was machen. Genau, das heißt, du hast wirklich die Entscheidung getroffen. Also das heißt, jede Prüfung bei dir war immer eine Entscheidung. Egal wo du warst, Entscheidung, dass du die Tür aufmachst und weitergehst. Genau, hast du echt super erklärt. Das hätte ich gar nicht besser sagen können. Ja, und so war's. Was war so dein schönstes Erlebnis? Ja, mein schönstes Erlebnis. Mein schönstes Erlebnis ist natürlich ganz klar, dass ich geheiratet habe und dass ich einen Sohn habe, dass ich eine Familie habe. Aber ich finde immer, das ist so typisch. Und mein schönstes Erlebnis war wirklich zu sehen, warum. Und das ist ja das Schöne. Am Ende kommt immer das Happy End, dass Gott mir gezeigt hat, warum ich durch all das gegangen bin. Wenn ich die Frauen sehe heute, mit denen wir arbeiten, bei dem christlichen Dienst oder bei Around 20, die Nachrichten, die wir bekommen und die Kommentare, wo wir wirklich sehen, dass die Menschen gesegnet sind. Und ich spreche immer aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe so viel erlebt, dass ich fast auf so viele Situationen antworten kann. Und das ist das, was mich heute stolz macht und was mein schönstes Erlebnis ist, zu sehen, ich weiß jetzt warum. Ich weiß warum. Und ich glaube daran, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Mission hat und dass unsere Vergangenheit diese Mission prägt. Und dass manchmal die Dinge, die wir erleben, nur dazu dienen, um ein Segen für andere zu sein. Nur viele verstehen das noch nicht. Und ich bin froh, dass ich das
Gott sei Dank verstanden habe, dass mein Leben eigentlich nur dazu dient, ein offenes Buch zu sein, damit andere drin lesen können und ihr Leben vielleicht nicht dieselben Fehler machen, oder Kraft kriegen in derselben Situation. Vor allem nach solchen Ereignissen, die du jetzt erlebt hast, man kennt das, es ist immer wieder für jemanden wie dich in diesem Moment. Ja. Ich wette, da draußen gibt es in Deutschland eben wie viele Menschen? 84 Millionen Menschen. Mm-mm. Du bist bestimmt nicht die Einzige, die das erlebt hat. Aber in diesem Moment dachtest du, du wärst die Einzige. Das stimmt. Das ist das ja, weißt das du? Das stimmt, ja. Deswegen, warum nur ich? Warum nur du? Mm-mm. Warum nur du? Nein, das ist wirklich sehr berührend. Mm. Ich habe eine Frage an dich. Als Ehefrau, als Frau. Mm. Beschreibe mal für die Frauen generell da draußen, was, oder definiere mal einfach dieses Wort Frau. Weil du bist jetzt verheiratet, du hast ein Kind, du hast eine Position, deinen Job, alles, deine Entscheidungen, all das, Gott hat dir mit diesen ganzen Sachen hat dich an eine gewisse Stelle gesetzt, positioniert und dir etwas gezeigt. Das heißt, eine Vision, irgendwas. Und das ist auch so, weil so, es ist ja immer so, dass Männer oder generell die Welt sagt, ja, Frauen sind schwach, Frauen sind so, ne? Vor allem nach solchen Ereignissen würde man immer so sagen, ja, die Frau, die bleibt jetzt auf dem Mond, die steht nicht mehr auf, weil sie einfach eine Frau ist. Ja, so, weißt du, wie ich meine? Aber beschreibe mal, weil das, was du erzählst, das ist wirklich so eine andere Art von Frau. Ja, also was ist Frau? Ich sag's immer so, die Frau wurde aus der Rippe des Mannes geschaffen, ja, sagt man biblisch. Und das stimmt auch, weil letzten Endes ist die Frau die Säule der Gesellschaft. Wir geben der Familie, der Gesellschaft überall die Stabilität einfach. Und deswegen geben wir Frauen nicht schnell auf. Wir erleben gerade viel, weil unser Knochen immer wieder zusammenwachsen kann. Und egal, wie sehr man versucht, diesen Knochen zu beschädigen, wir haben einfach so eine innere Robustheit, die kann uns keiner nehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wenn ich an Frau denke, was ich sehe, einfach diese Stabilität. Weil wenn wir aus der Rippe geschaffen sind, und was machen die Rippen? Die Rippen halten den Brustkorb zusammen. Mhm. Letztendlich hält der Brustkorb das ganze Skelett zusammen. Ne? Mhm. Der Mensch kann ja nur aufrecht gehen, weil diese Rippen und der Brustkorb in der Mitte diese Stabilität geben. Mhm. Und das ist das, was ich in einer Frau sehe eigentlich, dass wir die Säule sind der Gesellschaft. Weil wenn wir wissen, wer wir sind, und wenn wir vor allen Dingen mit Gott zusammen leben, dann wird sich die Welt nur verändern können, und das zum Positiven. Ne? Mhm. Das ist so das, was ich sehe, wenn ich an Frau denke oder wenn ich eine Frau definieren muss. Ja. No. Wenn man dich heute fragt, bereust du die Entscheidung, die du damals getroffen hast, 2009. Mhm. Weil diese ganzen Ereignisse, die passiert sind, diese ganzen Sachen und bereust du es? Jesus Christus angenommen zu haben? Niemals. Never. Also es gibt keine bessere Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und nee, also ich würde immer wieder, selbst wenn er sagen würde, wir gehen nochmal zurück und du erlebst alles nochmal, aber ich blende das aus, sodass du gar nicht weißt, was alles auf dich zukommt. Ich würde sagen, ja, denn es hat sich gelohnt. Alles hat sich gelohnt. Jesus ist echt der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mhm. Mhm. Das ist sehr schön. Dein Rat an die Jugendlichen da draußen, was kannst du denen mitgeben? Was empfiehlst du irgendwas? Fühl dich frei zu sprechen. Ja. Wir geben immer so viele Ratschläge an die Jugend, aber ich glaube, das, was Gott mir gerade aufs Herz legt, ist einfach, sieh dein Leben einfach als ein offenes Buch und öffne das, damit andere drin lesen können. Und egal, was du erlebst, ob gerade der Stress zu Hause mit den Eltern oder auch wenn es in der Schule jetzt noch nicht gut läuft oder der Freund hat gerade Schluss gemacht, die Freundin hat dich verlassen oder dein Freundeskreis, was auch immer man in der Jugend erlebt, alles dient einfach nur dazu, dass du ein Segen sein kannst für jemand anderen. Und wenn du dein Leben aus dieser Perspektive siehst und verstehst, dass irgendjemand auch in derselben Situation ist wie du, und wie Abel gesagt hat, du bist nicht alleine, dann wirst du auch dein Leben anders leben und einfach fröhlicher durchs Leben gehen. Das ist, glaube ich, den Rat, den ich so an die Jugend geben würde. Deswegen leb dein Leben nicht nur für dich, sondern leb es, damit andere auch dadurch gesegnet sind. Amen. Amen. Danke fürs Dasein. Ja, und danke für euer tolles Interview. Das war ein sehr schönes, also ein Testament von dir, das du abgelegt hast. Yeah. Man merkt wirklich, dass der Heilige Geist momentan durch viele junge Leute aussprechen tut, viele junge beeinflussen tut, weil als junge Frau
Mutter, erziehungsberechtigt, alles. Und dann so ein Testament abzugeben, die Leute, die da draußen sind, sind zuhören und sich dann auch so fragen, so wow, es gibt wirklich Leute, die in meinem Alter sind, das Gleiche oder vielleicht etwas so Schlimmes erlebt haben, das ist wirklich so, da macht es wieder Klick bei einem. Yes, weil das Problem ist, dieses Klick macht bei einem nicht, weil er denkt, ich bin alleine, warum lässt du mich alleine? Weil wie kannst du Gottes Stimme hören, wenn deine Ohren verstopft sind mit so vielen Problemen? Und bei dir wirklich war so, du hattest wirklich die Ohrstöpsel, diese, wie nennt man das nochmal, wenn man sich die Ohren sauber machen kann? Ohrenstäbchen. Ja, genau, Ohrstäbchen. So, deine Ohrenstäbchen waren wirklich so das Wort, so, weil jedes Mal, wenn du ein Problem hattest, dass diese Ohrstäbchen haben deine Ohren sauber gemacht, Gottes Stimme ist in dich reingekommen, hat dich nochmal von innen bekräftigt, von außen, das heißt, du bist dann wieder gewachsen, jede Tür durchgegangen und, das ist wirklich, Gott ist groß, Gott ist gut, Gott soll gelobt sein, Ewigkeit, ja. Amen. Danke auf jeden Fall, herzlichen Dank, Gott segne dich und deine Familie. Euch auch.